1972 wurde eine Kommandoeinheit ins Gefängnis gesteckt für ein Verbrechen, was sie nicht begangen hatten, doch sie konnten entkommen und sich nach Los Angeles absetzen. Heute werden sie immer noch von der Regierung gesucht, doch sie helfen Menschen in Not. Wenn Sie ein Problem haben, bei dem Ihnen niemand helfen kann, und wenn Sie sie auftreiben können, vielleicht hilft Ihnen dann das A-Team. Ba, ba, ba. Moment mal, hier gibt's doch keine Musik. Ach egal, das bleibt jetzt so. Moin Hasis, ich möchte euch heute was zeigen, wo ich mich schon sehr lange drauf gefreut habe. Das war bei Bluebricks verfügbar und dann innerhalb von 2 Stunden wieder ausverkauft und ich habe keinen abgekriegt. Und jetzt gab es eine zweite Verfügbarkeitswelle und da habe ich mich per E-Mail benachrichtigen lassen und war, als die E-Mail eintraf, mit dem Fahrrad gerade draußen unterwegs und habe dann erstmal eine Vollbremsung gemacht und direkt einen bestellt. Und jetzt habe ich auch endlich einen abgekriegt. Und zwar, es geht um den American Van. Sieht ganz typisch aus, wie jeder American Van, keine Ahnung. Braucht man eigentlich gar nichts zu sagen, was das darstellen soll, ne? Ihr wisst sofort alle Bescheid. So, wir haben hier 28 Tüten. Hier einmal 2 Platten, sind sortenrein. Und ansonsten nicht viele Farben hier, ne? Schwarz und Rot und Grau und ein paar weiße Teile. Das war's. Da haben wir die 1x1-Platten, größere 1x-irgendwas-Platten, 2x-irgendwas, die ganz großen Platten. Dann haben wir hier 3 Stück tolle 6x6-Fliesen. Ich habe hier nochmal eine von Lego daneben gelegt, die ist nämlich matt und hat den formschönen Angusspunkt in der Mitte. So, da hinten die anderen Fliesen, Steine, Jumper, Hinges, Brackets und Snots und Lampenhalter. Und dann sind hier Platten mit Noppen auf beiden Seiten. Das wird auch wieder so eine Kopierschutzgeschichte sein, wie auch schon bei dem Truck, bei dem Peterbilt. Bügelperlen. Dann haben wir sehr viele Slopes. Hier haben wir einmal irgendwas Curved Slopes, zweimal irgendwas Curved Slopes. Ich mache hier mal Licht. So. Normale Slopes. Da, inverted. Da hinten sind die Räder drin und die Felgen, Technikkram. 1x1 modifiziert, das ist meine Restehalde. Und da haben wir noch die restlichen modifizierten Platten. So, das liegt jetzt hier alles so im Halbkreis um mich rum. Und ich fange jetzt an zu bauen. Ich habe mich übrigens noch nicht spoilern lassen durch andere Videos auf anderen Kanälen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich jetzt irgendwie das Gleiche erzählen werde. Ich bin in Bauschritt 40. Ich habe im Wesentlichen Platten übereinander gestapelt. Und dann sollten auch noch Details nach unten dran, die ich mir erstmal auf Seite gelegt habe. Also die baue ich später an. Das ist das, was oben rechts in der Ecke liegt. Das eine Teil hiervon hängt nur an der Bügelperle. Und da habe ich mir schon gedacht, uiuiui, ob das so hält. Das soll dann hier in die Mitte dran. Ist ganz witzig gemacht. Das steckt nämlich da auf dieser Stange drauf. Ich habe es gerade schon mal testweise angebaut. Es wird gut halten. Dann haben wir hier einen Wönzigen mit Öl, einen Wönzigen Motor in dem riesigen Motorraum vorne drin. Achsstopper haben wir auch wieder. Das gleiche Thema, was wir auch schon bei dem Peterbilt haben. Das geht gar nicht hier. Die anderen drei sind nicht wesentlich stärker von ihrer Klemmkraft. Und dann habe ich was, was mich ratlos zurücklässt. Ich habe dann hier die Stoßstange gebaut. Hier haben wir Grundplatten, die auf beiden Seiten Noppen haben. Und das ist die gleiche Geschichte wie beim Peterbilt auch, dass das nur so eine Copyright-Geschichte ist. Ich bin alternativ ohne diese Sonder-Baseplates auf diese Konstruktion hier gekommen. Es würde quasi überhaupt keinen Unterschied machen, weil es ist die Unterseite von der Stoßstange. Hier werden dann noch Fliesen drüber gebolzt. Ob man diesen kleinen Schlitz da sehen wird hinterher oder nicht. Da ist dann auch der schwarze Reifen hinter. Sehr komisch. Also diese ganze Strategie verstehe ich halt nicht. Entweder man macht's wie Kobi, man bolzt ohne Ende von diesen Baurichtungsumkehrern in die Sets rein. Und verzichte dann komplett auf Inverted Slopes. Oder man nutzt die halt gar nicht.
Aber so wie Bluebricks das macht, dass da immer nur so ein, zwei drin sind, weiß ich nicht. Finde ich sehr komisch. Verstehe ich nicht. Also wenn das einer von euch rafft, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was das soll. Ich habe den Kühlergrill gebaut, so sieht er aus. Und da haben wir einen Einsatz von der Bügelperle an der Stelle, wo es richtig Sinn ergibt. Ich zeige euch das mal. Und zwar geht es um dieses Teil, das heißt modifizierte Platte mit Lichtanhang. Das habe ich mir hier mal in Schwarz liegen lassen und stattdessen in Grau verbaut, damit ihr seht, wo es hinkommt. Und zwar das steckt kopfüber mit einer Bügelperle in dem Stein drin, also so rum. Der Grund ist, dass das hier genau 4 Noppen Abstand ergeben muss, weil hier noch von außen dran diese Bügel dran kommen. Wie das aussehen würde, wenn man das ohne die Bügelperle, also richtig rum verbauen würde, habe ich euch auf der anderen Seite mal gezeigt. Da seht ihr halt diesen Spalt. Das ist fast eine ganze Noppe, was es da auseinanderklafft. Und dadurch, dass es über Kopf ist, sitzt das Loch höher. Nee, tiefer. Also wenn ich das hier mal auf eine Platte stecke, dann seht ihr, dass das Loch nicht in der Mitte ist von der Platte, sondern dass es nach oben versetzt ist. Und wenn man das Ganze umdreht, dann kommt das Loch tiefer. Und dadurch ergibt es dann hier an der Stelle genau 4 Noppen Abstand. Und dann habe ich mich noch gefragt, bei dem Land Rover, da kamen ja auch diese Bügel zum Einsatz. Wie wurde das da gelöst, dass es da 4 Noppen Abstand sind? Und es wurde da nämlich gar nicht gelöst, habe ich geguckt, weil es nämlich, das ganze Gitter ist nur unten fest und hängt oben in der Luft. Der Kühlergrill kommt dann hier vorne dran. Da so drauf, knack, knack. Dann wird das hier fixiert mit dem. Und mit dem, das ergibt die Batterie, ich sehe es genau. Und dann habe ich hier noch so zweimal solche Türme gebaut. Das werden dann hier die Scheinwerfer. So sieht's dann aus. Es ist genau 2 Bauschritte später und ich hole euch schon wieder dazu, weil es hier eine Situation gibt, auf die ich schon lange gelauert habe. Und zwar werden hier dunkle Brackets nach oben verbaut. 10 Stück. Diese Teile hier. 8 davon wird man hinterher nicht sehen und deswegen weiß ich genau, wo 2 von ihnen ein neues Leben kriegen werden. Und zwar, guck mal hier, wo ist meine Taschenlampe? Da. Diese helle Ecke da an der Tür unter dem Griff, die nervt mich schon lange. Das Hellgrau kommt raus und der Schwarze kommt da so rein. Hier von hinten. Da so in die Ecke rein. Schwarz ist immerhin besser als hellgrau. Das, der einer da unten schwarz ist, das sieht man ja auch nur, wenn man ihn direkt anleuchtet. Und bei der Gelegenheit sind mir auch nochmal die braunen Achsen hier ins Auge gesprungen. Und hier haben wir nämlich 3er Achsen mit Stopp in Grau. Und dann habe ich mal die Felgen und die Radkappen rausgezuppelt. Die sehen nämlich so aus. Sprich, die Achsen wird man hinterher nicht sehen. Also hier werden braune Achsen reinkommen. Und dann sind mir die Ideen aber noch nicht ausgegangen. Aber guck mal hier. Tür zu. Es zieht. Das da muss nämlich auch nicht braun sein. So, der Bagger muss leider noch warten mit seinen braunen Achsen, weil das sind nämlich leider 5er Achsen. Aber der Mustang sieht schon mal geiler aus. Da und da. Ich habe auch noch irgendwie dunkelblaue Einerteile gefunden in meinem Fundus, die ich da eingebaut habe. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Von dem Piratenschiff vielleicht. So, weiter geht's mit dem American Van. Ich bin in Bauschritt 109. Ich bin hier gerade dabei, den Innenraum zu fließen.
Von dem Motor wird man später nicht mehr allzu viel sehen. Da weiß man dann nur, dass man ihn gebaut hat. Es gibt hier auch keine Klappe, wo man später noch reingucken kann. Aber bevor ich hier alles überbaue, wollte ich euch noch den Mechanismus von der Schiebetür zeigen. So ein Teil ist das. Das läuft hier auf Fliesen hin und her. Und es wird dann nach oben fixiert durch die Platte, die ich hier gerade rausgenommen habe. Hier kommst du dann wieder hin. Ich bin ja mal gespannt, ob die Tür hinterher funktioniert oder ob die sich nicht ständig irgendwo verhakt. Ich habe mich gewundert, was das hier für eine abenteuerliche Verbindung sein soll. Hier wird eine C-Clamp mit einer Hingeplate zusammengesteckt, was so kaum zusammenhält. Das kriegt man ganz einfach wieder auseinander. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das so sein soll, weil das nämlich der Verschluss für die Schiebetür wird. So, dann habe ich als nächstes von diesen Sitzen hier 4 Stück gebaut. Die sehen sehr böse aus für lange Reisen. Also hier die Oberschenkel werden abgeklemmt. Da gibt's Wadenkrämpfe, wenn man aussteigt. 2 kommen hierhin auf die runden Platten. Das sieht dann so aus, als ob man die drehen kann. Kann man aber nicht. Und die anderen beiden werden hier auf die Jumper drauf gemacht. Mit einer halben Noppe. Versatz. So. Baue ich die jetzt alle hier an? Ich weiß nicht. Ich mache einfach mal zumindest die 2 hier. So. Dann haben wir hier noch so ein Bandlaufwerk, die auch schon in den 80ern sehr veraltet waren. Die hat man in den Filmen aber gerne hingestellt, weil das halt cool aussah, dass die Bänder sich da drehen und so. Ne? Also so ein uralt Computer aus den 60er Jahren. Dann habe ich hier die Scheibe. Ich habe gerade gesehen, hier habe ich einen Flat Silver dran gebaut. Der kommt eigentlich hier unten in den Motorraum, wo ich den dunkelgrauen rein versenkt habe. Das muss ich gleich nochmal umbauen. Ja, das erkennt man in der Anleitung sehr schlecht, was Flat Silver sein soll und was dunkelgrau ist. Sonst steht immer FS dran, hier steht es nicht dran. Ja, und wir haben hier Türgriffe aus Flat Silver. Türen haben wir nicht, das wird alles zugemauert. Und ansonsten, allein schon die Farbkombination, ne, mit Grau und Rot und Schwarz macht ja schon gute Laune. Ich find's cool. Hasis, die Türen müssen wir uns mal zusammen angucken. Die sind nämlich mega geil. Wir haben hier erstmal das hier mit Gelenk. Das wird man hier später so aufmachen können. Dann kommt hier diese Konstruktion dran aus 2 Lampenhaltern und einem Snot. Kommt hier so drauf. Mit Lampenhalter über Kopf. Dann ein Jumper als Türgriff. Das Fenster obendrauf mit Gelenken. Wird dann so eingeknickt. Und dann kommt hier an der Seite noch so ein zweites Gelenk. Wird auch da so eingeknickt. Und jetzt kommt das hier hinten so dran. Da irgendwo rein? Da so. Zack. So sieht's dann aus. Und dann kann man hier so aufmachen. Hier die Motorhaube, ganz einfach, wird hier nur so reingelegt. Es geht direkt weiter mit dem Irrsinn. Ich bin hier nur am Feiern. Ich muss euch das mal zeigen. Es geht um die Seitenwand. Und zwar haben wir da zuerst diesen Stapel hier. Da kommen die Slopes dran. So, dann da vorne an die Klammer kommt das hier so dran geklippt. Die offenen Noppen von der runden Zweierplatte dienen als Jumper. Dann haben wir hier diesen Stapel, der da drauf kommt, um eine halbe Noppe versetzt. So. Dann haben wir diesen Stapel. Und da kommt der hier dazu. Da haben wir einen Snot hinten dran. Das kommt hier so zusammen. Dann obendrauf kommen auch nochmal Snots. Und das wird dann
hier eingeklippt. Und dann wird es noch unspektakulär ein bisschen größer gemacht. So, Steinestapel. Purer Steinestapel hier, ich sag's euch. Sowas Langweiliges habe ich noch nie gesehen. Dann kommt hier noch so ein zweites Teil dazu. Das wird sehr ähnlich gebaut. Bauschritt 189 ist in der Anleitung eine sehr unglückliche Perspektive. Ich zeige euch das mal. Da soll ich aus einer Platte und einem Inverted Slope und einem Brick soll ich das da bauen. Und so, hä, wie ist das gedacht? Und zwar das Unglückliche an der Perspektive ist, dass hier die schräge Kante von dem Inverted Slope genau senkrecht ist. Das hier ist der Zweierbrick. Das ist die Oberseite, das ist die senkrechte Seite. Und das ist die waagerechte Seite von, also die obere Seite von dem Inverted Slope. Und das hier ist die obere Kante und das ist die vordere Kante. Die Kante von dem Zweierbrick, die senkrecht ist, ist halt hier zufällig genau die gleiche wie diese Schräge hier von dem Inverted Slope. Diese beiden Hälften werden dann hier so zusammengesteckt. Und mit diesen Stangen wird das dann hier eingeklippt. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt so vor der Kamera hinkriege. Ich zeige es euch erstmal. So sieht es auf jeden Fall von der Außenseite aus. Das kommt jetzt da so rein. Hier kann ich doch nirgends drücken, oder? Nein, kann ich nicht. Ich muss das wahrscheinlich nochmal komplett abnehmen. Es hängt ja alles hier nur auf vier Noppen. Auf den zweien und auf den zweien. Ich baue das hier so rum ein. Ja, da fliegt die Scheibe. Das wird alles so nix. Egal, ich mache jetzt erstmal aus und in der nächsten Einstellung ist es dann dran, auf wundersame Weise. Also so wie ich mir das gerade gedacht habe, funktioniert das nicht. Deswegen habe ich mir jetzt hier so ein Dummy gebaut, habe hier oben vom Auto die Klammern erstmal runtergenommen und hier auf den Dummy gesetzt. Und dann wollte ich euch gerade erzählen, dass man das dann hier so draufsetzen kann. Dann drückt man hier runter, reißt unten den Dummy wieder ab und setzt es dann mit den Klammern aufs Auto drauf. Das geht aber so nicht, weil ich zeige euch das mal. Da, wo ich hinleuchte, die Stangen sitzen nicht genau zwischen den Klammern, sondern ein Stück weiter nach vorne. Deswegen muss ich den Dummy nochmal umbauen. Der Anschlag muss nicht nach vorne, sondern nach hinten. Der Anschlag ist überhaupt dafür da. Man kann das ja so oder so oder so auf die Klammern setzen. Und es muss ja hier genau an die A-Säule dran. Also es kommt ja dann hinterher so da rein ins Auto. Und damit man weiß, wo es hinkommt, baue ich hier hinten den Anschlag. So, das schiebe ich da dran und dann kann ich es jetzt hier reinklicken. Klack, klack, klack. So. Jetzt reiße ich den Dummy unten wieder ab, ohne die Klammern wieder alle kaputt zu machen. So, schon mal schick. Na, komm da raus. So. Und jetzt biege ich die hier rum und setze das dann da dran. Ich muss das hier nochmal abnehmen. Das hängt ja hier alles nur an vier Noppen. Da kriegt die Kamera einen Dotz. So vielleicht? Ist das der richtige Winkel? Sieht irgendwie gut aus, ne? Machen wir so. So funktioniert es auf jeden Fall. Da ist die andere Seite jetzt auch dran. Wir haben hier ein paar Farbabweichungen. Also hier fallen sie ganz besonders auf. Hier hinten waren auch welche. Hier sind gegenüberliegende Snots, die auf der anderen Seite nicht sind. Und direkt daneben 1x1 Platten, die deutlich dunkler sind. Und dann müssen wir reden über die Bautechniken. Also es wird genauso gebaut wie gegenüber. Aber dadurch, dass es hier wegen der Tür nicht verbunden wird, ergeben sich ein paar Sachen, die so uiuiui sind. Und zwar, dieses ganze Teil hier ist nur an dieser Stelle nach unten geklippt,
Dann der Griff ist nur nach unten verbunden. Den kann man so nach oben rausheben. Der rote Streifen hängt nur an zwei Noppen hier. Der ganze graue Keil hängt auch nur an zwei Noppen, und zwar hier so. Ja, also man kriegt die Tür raus, wenn ich diesen Clip da jetzt mal gelöst kriege. Man kriegt sie bewegt, hier über den Kotflügel drüber. Nur beim Reinmachen muss man halt ein bisschen nachhelfen, dass es nicht alles auseinanderfällt. Klack, da sitzt es. So, dann habe ich weitergebaut. Und zwar haben wir hier ein bisschen Spielzeug. Diese Megafone, die hinten dran sind, das ist hier in der Platte drin reingesteckt. Bei diesen beiden funktioniert das. Ich habe hier nochmal ein bisschen mehr Spielzeug. Die sind auch wieder so Megafone. Da funktioniert das nicht. Diese Noppe, die hier hinten dran ist an dem Megafon, die ist nämlich deutlich zu klein. Wenn man die hier in die Platte reinsteckt, fällt das sofort wieder raus. Deswegen habe ich die hier benutzt, wo die hohle Noppe in eine Stange reingesteckt wird. So, Spielzeug wird angebaut. Kommt hier rein. Und das Spielzeug kommt hier rein. Da. Und dann soll in der Anleitung, also laut Anleitung, soll hier erstmal das so drauf gebaut werden. Und dann dieser Bracket hier drauf. Der Bracket kommt da in die Noppe rein und liegt hier auf dem Slope nur so drauf. Ihr könnt euch das einfacher machen, indem ihr hier erst den Bracket montiert. Na, geht da rein. Der wehrt sich. Ich nehme den ganzen hier nochmal ab. Es muss ein bisschen schräg versetzt sein. Jetzt gehst du da wieder rein. Und dann kann man das hier so drunter fädeln. Den ein bisschen hochheben und dann das da drunter. Das ist jetzt aber falsch. Das ist die falsche Seite. Da muss nämlich der hin. Was habe ich denn da jetzt gebaut? Das ist doch alles Mist. So. Da so drunter und da rein. Übrigens, dieser rote Bracket hier, wenn ich den hier auf den schwarzen Slope drauf packe, der hält so überhaupt nicht, ne? Also, der hampelt hier so rum. Dach ist drauf und Räder sind dran und hier die Auspuffrohre sind dran und dann steht er so fertig da. Wir haben hier ein Schiebedach, was mit zwei Hinges angebaut ist. Theoretisch kann man das auf und zu machen, indem man an dem rechten Hinge zieht oder drückt, je nachdem. Also theoretisch funktioniert diese Mechanik von den Gelenken her. Praktisch ist das aber eher so mäh, dass man das ganze Ding dann damit abreißt. Von vorne sieht er richtig schön bullig aus. Und ja, hier hinten muss ich mir noch eine 2x2 Fliese in Rot besorgen, die nicht so dunkel ist. Und ansonsten finde ich den mega geil. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nix, keine Ahnung. Er ist fertig. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ach so, hier, Ersatzteile habe ich noch ein paar übrig. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Ö. Und da kommt der schwarze Bracket rein. Schwarz ist immerhin besser als das Dunkelblau. Na? Das geht doch so auch nicht, oder? Das geht so nicht.